Guten Morgen allerseits. Ich komme gerade vom Parkplatz, der ist noch jetzt hier hinter mir. Und mein Plan ist heute zur Lokomotive und zum Talwächter zu wandern. Das sind die beiden Felsen, die man im Kurort Rathen sehen kann, die so markant übers Tal schauen. Ich blende euch die hier mal ein und da geht's hin. Hört ihr die Vögel singen? Und Cassie ist natürlich auch mit dabei. Ja, das Wetter ist heute nicht ganz so optimal, aber mein Spruch ist ja immer, es gibt kein schlechtes Wetter, sondern es gibt nur schlechte Kleidung. Ich habe heute eine Daunenjacke an. Wenn es nachher doch 20 Grad werden, dann packe ich die in den Rucksack. Die ist später so groß wie meine Faust, wenn ich die zusammengelegt habe. Ich verlinke euch die mal unten in der Videobeschreibung. Vielleicht gefällt sie euch ja. Dann lasst uns mal starten. Zuerst geht's hier steil bergab, bevor es nachher wieder steil bergauf geht. Das müsst ihr hier sehen. Das ist wirklich alles voller Blaubeeren. Der ganze Weg an der Elbe hier entlang im Wald ist alles voller Blaubeeren. Also wir sagen Blaubeeren, viele sagen auch Heidelbeeren. Da ist unser Wegweiser, der blaue. Wir wollen jetzt nach Rathen, nicht zur Bastei, sondern durch den Ort hindurch, am Amselfall vorbei, zur Lokomotive. Da sieht man schon die Rathener Felsen. Die Bastei ist gerade nicht, doch die ist auch zu sehen, ganz oben. Dort sieht man die Bastei. Dort drüben ist der Ort Oberrathen, dort ist auch ein Bahnhof. Man kann also auch mit dem Zug hierher fahren, von Dresden aus. Und auf dem Parkplatz da drüben kann man auch bequem stehen. Hier sieht man auch, da sind Wohnmobile, Autos mit Zeltdächern. Und dort ist die Fähre, die holt einen dann über. Und da oben ist die Bastei. Jetzt sind wir hier mitten in Rathen, einer meiner Lieblingsorte hier in der Sächsischen Schweiz. Und wenn wir uns umdrehen, dann können wir den Lilienstein sehen. Dort, wo wir heute losgewandert sind und wo wir gestern von oben Ausschau gehalten haben. Oh, seht ihr die Schlange zur Fähre? Ich werde gar nicht damit fahren können, weil ich glaube, ich habe keine Maske dabei. Irgendwie vergesse ich die immer. Beim Betrieb der Fähre wird die natürliche Strömung der Elbe ausgenutzt. Also die ist hier fest verankert mit diesen gelben Bojen. Und wird dann einfach durch die Strömung ans andere Ufer getrieben. Die ganzen Menschen strömen jetzt durch den Ort. Ich warte erstmal ab, bis die alle weg sind. Rathen ist eigentlich ein schönes kleines Örtchen, allerdings meiner Meinung nach viel zu touristisch. Und dazu kommen dann noch die ganzen Kletterer, die hier zu ihren Felsen wandern wollen. Sie geht immer baden. So, hier wieder meine Karte. Wir sind hier, gehen jetzt durch den Ort Rathen hindurch
Und zwar zur Lokomotive. Dann machen wir eine kleine Runde und besuchen noch den Talwächter und kommen dann wieder zurück. Oder vielleicht überlegen wir es uns auch noch anders, weil wir gehen dann hier wieder entlang zum Lilienstein zurück, wo unser Auto steht. Hier ist auch so ein Transfer. Wer hierher kommt und zur Bastei hoch möchte und nicht mehr so gut zu Fuß ist, der kann sich hier hochfahren lassen. Eigentlich ist der Ort autofrei. Natürlich die Leute, die hier ein Zimmer gemietet haben, die dürfen sich mit dem Auto hier stellen auf die Parkplätze. So, von hier kommen wir. Wir laufen jetzt hier lang und gehen diese Runde bis zur Lokomotive. Und dann über Amselfall, Amselsee zurück, am Talwächter vorbei. Ja, jetzt sind wir auf einem der Bergsteigerwege Richtung Lokomotive. Die ersten Kletterfelsen können wir schon sehen. Da sind auch die ersten Kletterer schon. Und hier sieht man auch ganz fantastisch den Lilienstein. Und da um die Ecke den Königstein. Und dort der Talwächter von einer anderen Richtung aus gesehen. Also mein Weg, der führt direkt hier an den Felsen vorbei, wo heute viele Bergsteiger unterwegs sind und Kletterer. Ja, und wir steigen jetzt hier die Treppen weiter hoch. Hier läuft man übrigens durch wunderschönen Wald. Also ich finde ihn wunderschön durch die ganzen Lichteindrücke, die hier entstehen. Hab schon tolle Fotos von Cassie gemacht. Ich blende euch das mal ein. Hier ist der Amselsee. Hier kann man Kähne ausleihen. Cassie geht natürlich baden und da drüben führt der Wanderweg entlang. Wir machen jetzt hier Rast und Cassie spielt im Wasser. Sie muss einfach immer diesen Stock kaputt machen, den sie gerade hat. Vor allem, wenn er in der Modderpampe liegt. Cassie nimmt jetzt sicherheitshalber ihren Stock mit, falls wir nachher keinen finden. Also ich kann euch unbedingt empfehlen, mal hierher zu kommen. Aber macht nicht den Fehler und kommt an einem langen Wochenende oder an einem Feiertag hierher. Dann sieht es hier halt so aus. Übrigens trägt Cassie den Corona-Abstandshalter. Oh, jetzt sind es wieder ein paar Höhenmeter bis oben. Aber ich höre schon Stimmen von Kletterern, die oben an der Lokomotive klettern. Wow! Einfach Hammer, oder? Da ist der Lilienstein, der Königstein, der Talwächter. Ich muss hier ein bisschen aufpassen, es geht steil bergab, aber schaut mal, da unten ist der Amselsee. Dort, wo wir gerade Rast gemacht haben. Und geradezu ist die Bastei. Seht ihr die Brücke?
und hier kann man klettern. Die Ringe dienen der Sicherung, vor allem des Vorsteigers. Hier sind mehrere an den Wänden. Also hier geht's echt steil bergab. Ich muss auch ein bisschen aufpassen auf Cassie, dass sie hier nicht abstürzt. Aber da ist sie, die Lokomotive. Das ist die Lokomotive, die haben wir jetzt hinter uns gelassen. Man sieht sie gar nicht mehr, ne? Und wir sind hier auf so einem Hügel, weil hier geht es gleich ganz steil bergab. Und hier vorne geht es gleich ganz steil bergab. Und hier an der Seite sieht man es ja auch schon, geht es auch gleich ziemlich steil bergab. Ach ja, und da ist schon unsere zweite Station zu sehen, der Talwächter. Wir gehen hier einfach immer diesen Bergsteigerzeichen hinterher. Das sind keine Wanderwegmarkierungen, sondern das sind die für die Bergsteiger. Jetzt wird es hier ein bisschen schwierig für Cassie. Na, mal schauen, wie wir vorbeikommen. Oh, jetzt wartet sie. Na komm. Na komm. So, jetzt wieder warten. So, nun geh. Geh weiter. Na geh. Nein. Ja, fein. Schlauer Hund. Ganz knapp. So, da ist Cassie jetzt gerade runtergekommen. Ein richtiger Kletterhund. Also wer nicht schwindelfrei ist, den empfehle ich nicht, hier lang zu laufen. Denn das ist der Weg jetzt hier gewesen, der Wanderweg. Und der geht jetzt hier so weiter. Eigentlich ist es ja auch kein Wanderweg, sondern ein Kletterweg. Und immer Absturzgefahr. Ja, mit Cassie laufe ich jetzt auch gesichert hier lang, dass sie mir nicht abstürzt. Weil es geht doch echt tief nach unten hier. So, hier muss Cassie jetzt runter. Aber das schaffen wir. So, jetzt war noch einmal hier so eine Stelle. Das haben wir jetzt auch noch geschafft. Wow! Und jetzt geht's aber auf normalen Wege weiter. Das kommt davon, wenn man Klettererwege zum Wandern nutzen will. Jetzt nochmal von hier unten. Also wir sind von da ganz oben jetzt hier beide runtergeklettert, Cassie und ich. Das Leckerchen hat sie sich jetzt richtig verdient. So, da kommt er zum Vorschein, der Talwächter, hinter den Bäumen. Ein beeindruckender Felsen. Und schaut mal, da kommen wir gerade her. Die Lokomotive. Der Spalt zwischen dem hohen Fels und dem kleineren Mittelgang, sage ich jetzt mal, das nennt man Loküberfall. Da steht man und muss praktisch mit den Beinen auf der einen Seite, mit den Armen auf der anderen Seite, sich einfach so rüberfallen lassen. So, jetzt kommen wir von hier oben vom Talwächter und kommen direkt am Amselsee raus, wo vorhin noch reger Bootsbetrieb herrschte. Ein kleiner Tipp von mir, wenn hier so viel Tourismus ist wie heute und ihr eure Ruhe haben wollt, dann lauft einfach nicht auf diesem Hauptwanderweg links vom Amselsee entlang, sondern hier rechts vom Amselsee, mitten im Wald, ist nochmal ein ganz schöner, zwar kleiner Wanderweg, aber trotzdem total idyllisch und hier läuft kein Mensch entlang. Es ist lustig, wir sind gerade hier bei der Bergwacht rausgekommen und die haben sich gerade hingesetzt und wollten essen. Jetzt geht der Piepser los. Jetzt haben sie alles abgeräumt, rennen, holen ihre Klamotten und ihre Ausrüstung.
Hier in Raden gibt es übrigens auch eine Felsenbühne. Verarsche ich. Aber die ist zurzeit geschlossen wegen Corona. So, die machen sich jetzt fertig. Hier aus dem Ort sieht man auch noch mal die beeindruckenden Felsformationen. Und jetzt kommt die Bergrettung auch gleich angefahren. So schnell sind sie vom Tisch aufgestanden. Leider fängt es jetzt an zu regnen. Ich packe euch jetzt also ein. Der Regen hat aufgehört. Und wir sind auf dem Weg zum Lilienstein zurück zu unserem Auto. Und machen jetzt noch schnell eine Kaffeepause. Prost! Der ist immer noch so heiß und den habe ich heute Morgen um 8 Uhr gekocht. Aber er ist jetzt gerade so heiß, dass man es noch ertragen kann im Mund. Bis jetzt habe ich für das Wochenende hier in der Sächsischen Schweiz keinen Cent ausgegeben, außer das Benzin, was ich verbraucht habe von Berlin bis hierher. Jetzt regnet es wieder. Ich bin umgezogen, habe mir ein neues Plätzchen gesucht. Und zwar bin ich jetzt etwas dichter an Raden, denn ich möchte morgen von Raden nach Wehlen gehen. Jetzt musste ich kurz unterbrechen, weil hier gerade die Polizei kommt. Und mal abwarten, was sie wollen. Jedenfalls wollte ich euch erzählen, dass ich einen neuen Parkplatz hier habe. Den zeige ich euch mal. Nun weiß ich aber nicht, ob es erlaubt ist, dass ich hier stehe oder weswegen die Polizei hierher kommt. Ich warte jetzt mal ab. Nö, sie fahren wieder los. Also bleibe ich jetzt hier auf meinem neuen Parkplatz. Der ist auch kostenlos und der ist sogar in Sichtweite vom Lilienstein. Da ist der Lilienstein. Ja, und morgen ist mein Plan, von Raden nach Wehlen zu laufen, am Elbufer entlang. Aber es soll echt den ganzen Tag regnen.